Ja, 3-1. Geht auch noch. Geht noch, geht noch. Das dauert immer so unterschiedlich lang, ne? Mal dauert das total lange, wie bei der ersten Runde hier. Und dann geht's auf einmal super schnell und das war jetzt gerade so mittel, würde ich sagen. Lass die Jagd beginnen. Eure Ja, die beiden Seele schmeiße ich wird halt weg. mir gehören. Nee, die will ich. Doch, die beiden schmeiße ich beide weg. Das ist doch Schwachsinn. Und Onyxia. Oh, ich liebe diese Karte. Einfach jetzt schon so. So abgöttisch. Du bist geil, Onyxia. Digga. Achte Runde Onyxia mit dem Coin. Nichts los. Easy. Und bis dahin versuchen wir irgendwie zu überleben. Zweite Runde burnen wir uns ein bisschen. Dritte Runde das hier. Jede Runde das hier. Dann das hier. Und wenn wir das in den Onyxia-Ding jetzt hinkriegen, dann passt das alles. Das passt alles. Ja, so ist es doch zum Beispiel schon mal fancy mit dem hier. Dritte Runde den hier. Vierte Runde den hier. Fünfte Runde das hier. Macht das auf einmal richtig viel Schaden. Das ist schon mal gut. Dass er den da bekommen hat und nicht irgendwas anderes. Ja, vierte Runde könnte ich den spielen und wenn er dann was mit zwei Verteidigungen hinten hat oder ich greife den so an und dann töte ich den mit dem. Das könnte ich auch machen. Ja, ich weiß schon, was ich jetzt genau spielen werde. Ich weiß ganz genau, was ich spielen werde. Ja, er hat es mir sogar leichter gemacht. Ja, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, der hier überlebt noch vielleicht. Aber jetzt ist es ja wohl relativ easy, was ich mache. Ich werde den Schattenblitz benutzen, um den zu töten und mit dem den hier töten. Hier ist mal sein Rush gestoppt und ziehe noch eine Karte. Und wir wollen ja nur in die achte Runde überleben, ne Leute? Denkt dran. Und Onyxia macht alles platt. Alleine. Komplett alleine. Oh Mann, der Ficker einfach. Kann er mal aufhören mit dem Scheiß, ey? Ich glaube, ich spiele den hier jetzt. Ich glaube, ich muss sicher gehen, oder? Muss ich sicher gehen? Scheiß auf sicher gehen, oder? Scheiß auf sicher gehen? Scheiß auf sicher gehen. Ich gewinne auch so. Sagt er und verlor. Boah, wenn das diese 4-Schaden-Falle gewesen wäre. Hui, Scharfschuss oder sowas heißt das. Scharfschütze oder sowas. Scharfschützenschuss. Ich weiß nicht mehr, wie die WoW-Fähigkeit hieß früher. Alles platt. Okay, nächste Runde haben wir 6 Mana. Dann spielen wir entweder den hier oder den hier. Der schießt nicht langsam tot, ne? Ich kann mich einmal heilen. Bringt ein Diener zum Schweigen. Fick dich! Fick dich und deine Mutter, du Schlampe! Ich könnte stattdessen halt hier auch richtig viele Kreaturen spielen, ne? Eins, zwei, drei. Ich bin so blöd! Oh, ich bin so blöd, Leute! Daran hätte ich doch denken müssen. Dass er die Falle haben kann. Ah, oh, ich wusste ganz genau, dass er die Falle hat, als ich angegriffen hatte, aber erst. Wie gut es gewesen wäre, wenn ich angegriffen hätte und dann meine Kreaturen gespielt hätte. Das war ein Fehler. Es wäre super gewesen, hätte ich jetzt übelst die Board Control, aber nein, ich muss natürlich zwei Kreaturen verheizen, weil ich der absolute Vollmongo bin. Macht er die auch noch kaputt? Und jetzt habe ich nur noch 18 Leben, jetzt habe ich nur noch 16 Leben und jetzt habe ich ein Problem. Nee, so groß ist das Problem noch nicht. Nee, so groß ist das Problem noch nicht. Die Wahrheit ist mein Schild. Einfach eine mit Spott spielen, eine Kreatur. Kann aber erstmal nur Schaden schießen. Achte Runde, denk dran, ne? Achte Runde, das war unser erklärtes Ziel. Weil Onyxia fucking strong ist, ey. Super mega fucking strong. Oh, fick dich! Na, gut gespielt. Kann man ja nicht anders sagen, ne?
Okay, was ist der Plan? Doch, der Plan wird Onyxia sein. Den haben wir hier in der Hinterhand, falls er jetzt noch richtig den Shit spielt und ich nichts dagegen tun kann. Zeig hier, was hast du da? Nein, nein, lass es! Oh, eine Kopie derselben. Fuck, Mann. Jetzt müssen wir gucken, ob wir diese Karte brauchen. Für diese Unverschämtheit. Jetzt mal probieren wir das da aus. Was ist das für ein Ding? Aua. Gut gespielt. Aua. Für diese Unverschämtheit werdet ihr büßen. Okay, dann haben wir den drin. Okay, jetzt für 9 Mana. Wie kann ich das Stärkste, was ich ausspielen kann, für 9 Mana? Hm. Okay. Den Verwüster finde ich schon mal stark. Und dann spielen wir noch den hier. Damit kann ich nämlich direkt auch noch Schaden machen. Oh Leute, ich habe so wenig Leben, ne? Eieieiei. Oh, Hilfe! Hilfe! Ich kann maximal 4 Runden noch überleben. Hilfe! Nee, wenn ich mich damit heile, vielleicht mehr. Oh. Gut gespielt. Wir sind tot. Oh Mann, wieso er so einen Scheiß nochmal hat? Was für ein Lucky Kackfick. Ja, 2-mal den Langbogen des Gladiators. Boah, Alter, 2-mal die epische Waffe. Oh. Egal, es steht immer noch 3-2. Wir sind noch, okay. Dies könnte schon unsere letzte Runde sein, ey. Oh Mann. Oh Mann. Ja, Orange ist legendär, wie Onyxia. Diesmal hat Onyxia leider nicht genug gebracht, weil er die Scheiße kopiert hat, Mann. Hexenmeister ist man aber auch immer so verlockt, sich selber wegzuburnen, ne? Ich randaliere erstmal überall. Ich kann auch nicht randalieren. Eure Seele wird mir gehören. Tja, verhalten wir. Verhalten wir einfach mal. Randale. Randale. Komm, fall ab. Mach kaputt. Mach zu, den habe ich auch. Kann ich auch. Gucken, ob er die jetzt schon tradet. Weil wenn nicht, dann spiele ich gleich den hier. Alter. Übertreib's halt nicht. Ja, genau. Warum macht er das denn? Ist doch dumm. Okay, für ihn gar nicht so dumm jetzt. Wusste er, was ich auf der Hand habe? Wie viele Karten darf man auf der Hand haben? Ich glaube, kann ich jetzt noch eine Karte ziehen? Das weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Darf man 10 Karten haben? Wenn nicht, dann habe ich richtig gefailt. Man darf 10 Karten auf der Hand haben. Das ist auch wichtig, dass man 10 Karten auf der Hand haben darf. Ich spiele mir mal einen fetten Spotter auf, sonst. Wir haben so wenig Leben, Alter, wie der uns totrusht, ne? Alter. Alter, das ist erst seine 5. Runde. Wenn wir in die 8. kommen, können wir es vielleicht überleben. Das soll eine Waffe sein. Ja, genau! Alter! Das Licht oh shit! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Danke. Oh Kacke. 8, 11, 12, 15. Was macht der denn da? Alter. Alter. Gut gespielt. Ey, was macht der denn da? Ich komm nicht in die 6. Runde, in die 8. Runde. Das wäre super. Mann.
Machen wir einfach, komm hier so. Mal gucken, was passiert mit dem hier. Dann kriegt er nämlich 12.000 Rüstung einfach. Das finde ich lustig. Gut gespielt. Gut gespielt. Alter. Zweimal richtig gewonnen, dann gibt einer auf und dann kassiere ich dreimal richtig in die Fresse hintereinander. Das ist doch alles Schummlerei. Alles Cheater außer Mama. Boah, Prost, Leute. Zeig mir her, was ich kriege. Gib her, gib her, gib her, gib her, gib her. Ja, okay. Kann ich mitleben. Und was ist in dem Packungsdingsdongs drinne? Bam. Selten. SE7-Agent. Gib mir die Legendäre. Legendäre. Oh, ich will Legendäre. Okay, was kann das? Ansturm, während ihr eine Waffe angelegt habt. Das ist im Schurkendeck vielleicht ganz gut. Ein Schurken-Piratendeck könnte man, glaube ich, spielen, oder? Das wird doch bestimmt lustig. Obwohl, nee, lieber Piraten-Krieger-Deck, oder? Da gibt es doch diesen einen Krieger, der weniger kostet. Diesen einen für jeden Angriff, den man auf der Waffe hat. Aber das geht ja auch im Schurken-Deck, glaube ich. Verhüllen. Verleiht euren Diener bis zum eurem nächsten Zug Verstohlenheit. Joa, für. Der ist ganz gut, der Argentum-Beschützer. Und dir finde ich scheiße. Naja. War aber doch ganz okay, oder? 3-3. War lustig, ich hatte meinen Spaß. Haut rein, Leute.